So, willkommen zurück. Ich bin der Tapetenmetzger, das hier ist Alice und Alice ist gerade im Begriff, über diverse Plattformen zu laufen. Ich bin schon wieder hier. Ich muss schon wieder spielen, weil mir Alice im Traum nachgelaufen ist und sie meinte, spiel mich. Das werde ich dann auch dementsprechend mal tun. Ich hoffe, es wird nicht ganz so von Versagen gekrönt sein wie beim letzten Mal. Hier bin ich ja relativ häufig. Relativ häufig in Schluchten gefallen, habe mich von ihm erschrecken lassen. Na komm, bist du jetzt runtergefallen? Nein. Die klingen übrigens weiblich. Das finde ich etwas befremdlich. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Aber, oh. Das ist dann eben so. So, war hier noch jemand? Ich glaube nicht. Dann können wir ja schon fast dorthin laufen, denn hier ist eine Tür. Anscheinend aufgegangen. Na los. Ja, ich fühle mich nicht sicher hier. Drei. Hau ab. Du kannst jetzt auch gerne mal sterben. Ich wäre dir sehr verbunden. Au. Ich habe jetzt nicht vor, nochmal zu sterben. Deswegen werde ich jetzt einfach mal weiterlaufen und gucken, was hier so noch passieren wird. Kann. Aua. Hilfe? Hilfe? So, ich speichere jetzt. Das ist eine gute Idee. Und dann gucke ich auch gleich auf die Uhr und sehe, dass ich nicht geguckt habe, wann ich aufgenommen habe, angefangen habe aufzunehmen. Das ist immer wieder mein Problem. Ja gut, es ist eine sinnvolle Investition gewesen, diese Zeit in das Speichern. Hoffe ich zumindest. Nein! Okay. Vielleicht sollte ich springen. Ja, ich springe gleich. Hui! Ha! Nein! Ich springe an die Seite. Das ist ein Dilemma jetzt. Hui! Nein! Auch das funktioniert nicht. Sie verfolgen mich. Gut, dann springe ich nach hinten. Ansonsten muss ich... Hui! Nein! Auch das ist nicht möglich. Gut, vielleicht habe ich jetzt... Los! Komm! Nein, auch das ist unmöglich. Ah, ich gebe nicht auf. Nein. Okay, doppelt tot. Ich fühle mich etwas verarscht. Alice! Es wird schon wieder ein Let's Fail. Das kann nicht wahr sein. Ja. So, so. Ja gut, dann muss ich das nochmal machen. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Ich weiß dann ja zumindest, auf was ich mich da einlasse. So, hüpf. Und gleich geht es hier wieder runter, genau, und dann geht es hier hin, und dann finden wir einen von ihnen. So, du bist jetzt weg, dann komm mal her, Unbekannter. Der saugt uns unser Mana ab. Das ist nicht nett von dir, du blöde Kuh. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Und, oh. Nein. Ah, ja, komm. Jetzt fühle ich mich etwas verarscht. Dieses Spiel will mich definitiv verarschen. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich bitte euch.
Mein Gott. So, und jetzt. Jetzt speichere ich nochmal. Und ich werde hier speichern. Speichern, danke. Und jetzt werde ich durchrushen. Und hoffen, dass ich nicht sterben muss. Ja, toll, danke. Ja, komm, hör auf. Ja, Mann. Grrr. Ich hasse euch alle. Ja, ich hasse euch, ja. Hä? Ich bin schon wieder hier. Ja, schön. Da muss ich definitiv woanders lang. In Ordnung. Ich lade. Ich möchte da nämlich nicht wieder hinlaufen, weil das ist ja Quatsch. So. Lululul. Ich habe vergessen, dass ich diese Waffe habe. Ja, super, ja, schön. Ja, 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 klar. Ist ja auch, ne? Nee, nee, nee. Aua, ja, nein. Komm. Nee, ja, ja, Alice. Ja, das ist Armutszeugnis Nummer 4. Ich schäme mich ein bisschen. Und man merkt vielleicht jetzt auch, dass ich das auch schon fast nicht mehr lustig finde. Aber jetzt werden wir ihn anders malträtieren. Ja! Vielleicht werden unsere Versuche diesmal von Erfolg gekrönt sein. Ich hoffe es fast. Diesen guten Herrn werden wir jetzt hierher locken. Was? Was war das? Werden wir angesogen? Auch das noch. Aber das ist ja schön. Okay, hier können wir nicht rein, ohne dass es uns weht. Da kommen auch noch die Vögel. Ich glaube, ich glaube, es hakt. Nein! Alice! Alice! Mann! Los, nimm. Danke. Na! Oh, Junge! Gibt es nicht irgendeine mächtige Waffe? Eine unheimlich mächtige Waffe. Die ihn sofort und auf der Stelle zerstören kann. Nein, sie gibt es nicht. Warum ja auch? Na komm. Ah, ey. Ich hasse sie ein bisschen. Ein bisschen hasse ich sie. Ich hasse dich auch ein bisschen. Deswegen nehme ich jetzt das verdammte Messer. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Und jetzt werde ich mich nicht zerstören lassen. Ich werde mich nicht zerstören lassen. Ich werde mich nicht töten lassen. Und ich werde aus diesem Fail-Teufelskreis herauskommen. Und jetzt werde ich erstmal hier beobachten, wie das aussieht mit dem Sog und dem Gedöns hier. Dann wird er anscheinend angesogen. Okay. Ja, das war eindeutig der falsche Weg. In Ordnung. Ja, ich bin schon wieder tot. Ja, gut. Danke, Alice. Alice, du gefällst mir nicht mehr. Ja, laden wir. Laden wir doch einfach. Warum laden wir nicht? Wir laden. Ich fange an, Alice nicht mehr ganz so stark zu mögen, wie ich es am Anfang getan habe. Oh, super. Nee, ich möchte mich jetzt gerne schon um dich kümmern. Deswegen bewerfe ich dich jetzt mit Messern, die dich leider nicht treffen. Deswegen weiter geht's. Mhm.
Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein bisschen Zeit. So, und jetzt werde ich hier wieder speichern. Das bringt ja alles nichts. Ich muss mich hier speichernderweise voran schlagen und hoffen, dass ich nicht völlig... Ja, schön! Danke, Alice. Danke. Danke, Alice. Ich liebe dich. Ich möchte gerne, dass du meine Freundin wirst. Hui! Ja, hui. Den ersten hast du schon mal. Super. Und den nächsten schaffst du auch. Und den schaffst du jetzt bitte auch. Ja, danke. Und den machst du jetzt kaputt. Jetzt stirbst du natürlich, weil du... Du bist Alice und du lässt dich natürlich runtermachen von einem Roboter. Das kann nicht wahr sein. Schau nur, Diddledum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ach ja? Wer hat die denn rausgelassen? Die machen sicher uns dafür verantwortlich. Sie braucht Medizin. Starke Medizin. Kriegt sie nichts zu essen? Wohl kaum. Ist wie ein Spatz. Ein bisschen Fleisch auf den Rippen und sie wäre ein Leckerbissen. Widerwärtige, ekelhafte Flegel. Ich hab was für eure Bäuche. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Erspar mir die Weisheiten. Was rätst du mir? Nutze ihre Größe gegen sie. Ja, das ist gut. Ich habe kaum mehr Energie und werde möglicherweise gleich sterben. Aber ich werde vorher Meta-Essenz einsammeln. Und dann werde ich diesen beiden blöden Typen ordentlich... Oh. Nutze ihre Größe gegen sie. Ja, es scheint, als wäre... Warum sind das so viele? Sind das nicht nur Tweedledee und Tweedledum? Und warum sterbe ich jetzt? Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ich habe mich ja schon fast daran gewöhnt. Laden. Oh ja, oh ja. Oh ja, ja, Alice. Ich liebe dich. Ja. Und nein. Ja. Ja, ja, los, hüpf. Ach, komm. Alice. Ach. Ach. Ja. Ist da was? Ich mag das nicht mehr. Ja. Oh ja, ja. Schieß, schieß. Ja, schieß mich kaputt. Ich mag das. Ich finde das total gut, dass du mich jetzt kaputt schießt. So, jetzt werde ich... Schau nur, Diddledum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus, ja, schön. Ich speichere jetzt. Speichern. Irrenhaus, die Lieblingsirre der Erzieher. Jojo. Ah, ich habe fast das Gefühl, es bringt etwas, die Uhren zu zerstören. Ah, Hilfe! Ich habe versehentlich eine Pause gemacht. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Nein, das bringt anscheinend doch nichts. Na los, komm. Das ist jetzt ein verwirrtes Umhergeeiere. Ja, ich bin tot. Damit kann ich leben. Ich wollte sowieso eine Pause machen. Hahaha. Hätt's mal nicht gedacht, was? Ja. Ich mache eine Pause. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und dann überlege ich mir was, wie ich dieses Dilemma, in dem ich mich befinde, durchbrechen kann. Ja. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Bis dann.